Läuft. Moin Leute, hier ist der Flo von den Smoke Brothers. Smoke Brothers. Smoke Brothers. Heute mal mit Echo. Heute mit einem Kopf-Review, mal was ganz Neues. Und zwar zu unserem Oldtime-Favorite, dem Hukain Lit Lip Funnel. Erstmal so ein paar Eckdaten zu dem. Es ist natürlich ein Funnel, wie man sieht, mit einem sehr großen Funnelloch. Ja, geht komplett durch. Ein Depot ähnlich wie der Oblaco M. Ein bisschen weniger, meine ich. Ja, es gibt natürlich wieder massig Colorways. Wir haben hier den Hollywood Pink. Wir haben natürlich auch noch den Cool Water. Der steht aber gerade auf einer anderen Pfeife drauf. Und ja, den gibt es halt in Colorways verschiedenen. Den gibt es auch noch in einer einfarbigen Variante, auch alles glasiert, schön eingraviert hier alles. Und ja, es werden dann noch ein paar Detailshots folgen. Und dann kommen wir erstmal zum Kopfbau von den schönen Hukain Lit Lip. Geraucht wird heute der Almassiva Blaulicht in einer kleinen Mischung mit den Black Nana von Nameless. Fangen wir erstmal mit dem Blaulicht an. Auch sehr feiner Schnitt. Ein paar Äste, hier haben wir einen Almassiver Ast. Aber den ignorieren wir natürlich erstmal schön durchrühren, den Tabak wieder. Die Dose hat auch schon gut wieder abgenommen. Pfannelstopfen lasse ich jetzt mal wieder gekonnt weg. Und ja, jetzt ist wieder schön Molasse drin. Das liegt nicht daran, dass wir keinen haben. Wir haben einen. Ja, den haben wir. So, dann nehme ich mir wieder eine gute Gabel raus. Halt natürlich das Pfannelloch zu und lass erstmal schön reinplumpsen. Ich weiß nicht, ich werde, denke ich mal, 75-25 machen. Quasi 75 Almassiva Blaulicht und 25 Black Nana. Das heißt, wir tun den erstmal ein bisschen grob hier rein. Hier kann noch ein kleines bisschen hin. Und ja, da haben wir jetzt schon gut. Oh Gott, oh nein, die Molasse. Darf nicht rausfallen. Colin, mach was. Alarm! Blaulicht! Alarm! 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 Ja, genau, Blaulicht hier. So, natürlich können wir jetzt ein Zewa nehmen, aber das machen wir jetzt nicht. Hier natürlich auch wieder der Black Nana. Auch sehr feiner Schnitt. Ähnlich wie zu dem Almassiva, nicht nur die Box ist ähnlich, sondern auch der Schnitt. Ja, hier auch erstmal wieder schön umrühren. Ist Traube Minze natürlich, kennt man ja, Black Nana. So, die ist auch noch ordentlich voll, die Dose hier. Die müssen wir mal aufbrauchen. Das ändert sich schnell. Das ändert sich sehr schnell. Die nehmen wir auch wieder eine gute Gabel raus. Du willst aber auch wissen, du. Ja, ein bisschen. So. Auch schön, sieht man hier, 25%. Bisschen von der Farbe her sieht man den Unterschied. Ist aber minimal halt. Ich finde sogar, der Black Nana sieht einen ganz kleinen Ticken feiner aus als der Almassiva. Ja, aber das wird wahrscheinlich nicht viel sein. So, jetzt legen wir das wieder alles schön zur Seite hier. Ja, die legen wir mal ab. Oh, auf den Teppich noch drauf, Mensch. So, Almassiva drauf. Black Nana drauf. Ah! Mal keine Molasse hier verschwenden. Und dann nehmen wir unseren schönen Lochstecher hier und verteilen das gut. Wie gesagt, ich habe jetzt ziemlich viel Tabak genommen schon. Wird ein guter Noppen bis Vollkontakt werden, aber wir teilen das erstmal ein bisschen. Erstmal alles schön locker fluffig verteilen. So, dass erstmal überall ein bisschen was ist. Und dann feinjustieren wir noch ein bisschen. Minimal nur andrücken, dass er halt in Form bleibt. Und dann noch das Funnelloch ein bisschen frei machen. Dass euch nichts in die Pfeife reinfällt. Zur Pfeife sage ich euch dann was, in welcher Pfeife wir dann rauchen. Immer dann zum Rauch kommen. So. Alles schön verteilen wieder. Wird auf jeden Fall ziemlich guter Kontakt. Geraucht wird dann natürlich mit den Cloud Lotus 1 Plus Niris. Der liegt da drüben noch, der ist noch ein bisschen heiß. Aber wir machen jetzt trotzdem schon mal einen Kopfbau. So. Minimal, also wirklich, ich drücke hier nicht krass auf. Ich drücke das einfach nur ein bisschen in Form hier. Und ja. So, ich sag mal, einzeln schnell anfangen. Und ein bisschen raus, das ist gut. Ja, weiter, bis dann wieder. Also sehr feucht, der Tabak, ne? Muss ich gleich auch nochmal mit dem Zewa drüber, so würde dann der Kopf aussehen bei mir.
Jo. Mache ich die noch ein bisschen schön sauber. Dann mach mal die Kohlen an und dann wird geraucht. So, moin Leute. So, der Colin ist jetzt auch wieder bei. Der Colin gönnt sich jetzt erstmal ein bisschen Apfelsaft. Apfelsaft. Lecker. So, geraucht wird auf der Nigelnagelneuen Apfel lieblich Schorle. Ich habe das Logo weggemacht, wir kriegen nämlich kein Geld dafür. Psst. Also herzlich willkommen, ne? Ich bin der Colin, das ist der Flo. Und wir sind die Smoke Brothers. Ich trinke jetzt erstmal meinen Apfelsaft. In der Zeit kann ich reden, die Nigelnagelneue Mose X Viro Noir habe ich mir neu zugelegt. Natürlich oben der Kalaut Lotus Einfluss. Oh, eine neue Pfeife, Mann. Oh, seit wann hast du die denn hier stehen? Toll. Die habe ich schon 2 Tage. Mit 3 Black Coco C26 Kohlen dieses Mal. Die sind auch ganz knapp bemessen. Die passen gerade so in den Kalaut rein. Und ja, ich habe das jetzt mal eine Minute stehen lassen und jetzt werde ich mal sagen, komm mal zum ersten Mal anziehen mit dem Ding. Junge, das hört sich doch an, als ob du normal atmen würdest. Ja, Durchzug ist gut, aber es geht in diesem Video natürlich nicht um die Pfeife, sondern um den Kopf, um den Hooker in Lip Funnel. Ja, also ihr habt schon gesehen, für den ersten Mal Zug war da schon gut dabei. Wie gesagt, Tabakmenge kommt halt auf euren Kopfbau drauf an. Wir haben jetzt fast Vollkontakt gebaut. Ja, raucht auf jeden Fall gut. Da würde ich jetzt mal meinen zweiten Zug nehmen. Da auf jeden Fall mit dem Funnel. Ja, geschmacklich habe ich ja 75-25 allmassiver Blaulicht und Black Nana genommen. Momentan kommt mehr so der Black Nana raus, das kann aber natürlich auch am Tabak liegen, wie halt die Hitzebeständigkeit ist, welcher wann kommt. Deswegen ziehe ich jetzt nochmal, mal sehen, ob jetzt ein bisschen mehr Blaulicht rauskommt. Ich lege mal hier meinen Schnorchel weg. Jo. Weiß nicht, ob du mal probieren willst? Ich probiere jetzt erstmal für seine 75-25 Mische. Zum gespannt. Preis ist immer wieder unterschiedlich, wie viel der kostet. Manchmal 23,99, manchmal ein bisschen mehr, 25 Euro in der Dreh. Ich habe ihn auch schon mal für 29 Euro gesehen. Verfügbarkeit ist wirklich 1000-mal besser als bei Oplaco. Kommt natürlich Hukain, meine ich, ist eine deutsche Marke, beziehungsweise ziemlich verbreitet in Deutschland. Ich glaube, die stellen in Polen her die Köpfe. Oder ein Tabak, glaube ich, auch. Wie gesagt, ich habe da jetzt keine genauen Informationen zu. Ja. Auf jeden Fall Verfügbarkeit. Ihr bekommt die Funnel echt fast alle Color Waves ständig auf sämtlichen Shops immer verfügbar eigentlich. Deswegen, der ist auf jeden Fall in Sachen Vergleich zum Oplaco auf jeden Fall von der Verfügbarkeit her eine 1+. Rauchvolumen ebenso ist komplett ebenwürdig mit den Oplaco, würde ich so sagen. Ziehen wir nochmal ein bisschen hier. Also ich finde halt bei dem Glöck ist das Depot ein kleines bisschen tiefer als beim Oplaco. Da müsst ihr nicht ganz so sehr aufpassen, was das angeht, mit so ein bisschen weiter weg vom Pfanneloch bauen. Und geschmacklich finde ich den Flo seine Mische echt gut. Das, was gerade bei dem Blaulicht ein bisschen fehlt, ist ein bisschen die frische, kühle. Das bringt halt der Black Nana sehr gut rein und finde ich, schmeckt echt gut. Jo. Ist nicht so, dass diese schwarze Traube jetzt dominiert, sondern es kommt eher mehr nur das Minzaroma durch. Klein bisschen Traube schmeckt man auf jeden Fall doch, aber hauptsächlich halt im Blaulicht mit Minze. Jo. Klinge sind auch am Start. Rauchvolumen natürlich ist da. Ah, was gibt's noch dazu zu sagen? Klinge. Auf der anderen Pfeife, ihr werdet es gerade nicht sehen, ist übrigens der andere Hukain, den wir haben, der Cool Water. Halten wir mal da nochmal einen Detailshot rein. Und ja, das war's zu dem Video zum Hukain Lip Funnel Kopfbau, wie er aussieht, alles drin.
Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich ein Like da, kommentiert das Video und abonniert natürlich auch unseren Kanal, um keine Shisha-Videos zu verpassen. Wir laden normalerweise alle 4 Tage ein Video hoch, alles Mögliche durch. Wir haben Comedy-Videos, wir haben Kopfbau, wir haben Tabak, wir haben Pfeifen-Reviews. Wie gesagt, Comedy haben wir ein bisschen drin. Und ja, wenn euch das gefällt... Ja, und vor allem... Wenn auch die Videos mal ein bisschen langweilig im Titel klingen sollten, geht einfach rein. Wir haben immer mal ein paar schöne, lustige Momente eingebaut. Oh, jedes Video lohnt sich auf jeden Fall zu schauen. Nur die sind... Ich will ja keine Eigenwerbung machen, aber... Puh. Eigentlich müssen wir uns ja selber schon ein bisschen promoten, ne? Also Leute, guten Rauch und bis zum nächsten Mal. Eure Smoke Brothers.